Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu meiner Let's Play-Serie von Vessel. Ja, meine Linux-Let's Play-Serie muss ich bis auf Weiteres einstellen, zumindest für etwas grafisch etwas aufwendigere Titel, da mein Laptop leider nicht genug Leistung bringt, um gleichzeitig ein Spiel spielen zu können und dabei noch das Bild und den Ton aufzunehmen. Der Ton insbesondere hat mir auch auf meinem Windows-Computer Probleme gemacht, aber jetzt denke ich, habe ich das ganz zufriedenstellend hinkriegen können. Ja, und dann fangen wir doch auch gleich mal an mit einem neuen Spiel hier in Vessel. Aus dem Menü starten wir direkt in die Anfangssequenz. Was sehen wir hier? Irgendein Gerät, bei dem sich was dreht. Hier unten steht ein Mann. Aha, auf dem Bild ist dieser Mann auch zu sehen, wie er an irgendetwas rumbastelt. Sieht nach einem Tropfen aus, der nach oben fällt. So ein bisschen. Ja, anscheinend ist es ein Roboter, der hat da so einen Joystick in der Hand, der Mann. Leute applaudieren für ihn. Hier gibt es eine Blaupause zu irgendwelchen größeren Gerätschaften. Ja, anscheinend wurde dieser Tropfen industriell hergestellt, was irgendwie dieses Bild zeigt, nicht so gefällt. Und das sieht fast schon nach einer Revolution dieser Tropfenwesen aus. Aha, da haben wir wieder den Mann mit dem coolen Backenbart. Und da fällt ein Eimer runter auf einen Knopf, der diese Maschine wieder in Gang setzt. Eine Flüssigkeit, die rauskommt. Und diese erzeugt ein Tropfenwesen, wie wir es auf den Bildern gerade gesehen haben. Anscheinend mag es uns nicht, denn es hat die Tür zugemacht. Und da schauen wir doch gleich mal, was in unserem Protokolleintrag steht. Unbeabsichtigte Konsequenzen. Die Nebeneffekte des Verhaltens meiner Erfindung verblüffen mich immer wieder aufs Neue. Ich muss meine Ausrüstung holen und in mein Labor zurück, bevor dieses Fluoro noch mehr Chaos verursacht. Ja, anscheinend heißt dieses Wesen, was wir da gerade erzeugt haben, Fluoro, oder es ist ein Fluoro, besser gesagt. Und offenbar mag es uns nicht sonderlich und ist ein wahrer Unruhestifter. Aha, es gibt also mehrere von ihnen, da unten laufen welche vorbei, hier werden sie wie in Reagenzgläsern erzeugt. Huch, da bin ich von der Leiter runtergefallen. Den Eimer habe ich jetzt umgekippt. Ja, hier tropft es überall, was kein Wunder ist, da die Rohre offen liegen. Da hat sich jemand nicht sonderlich viele Gedanken gemacht bei der Konzipierung dieses Gebäudes. Und da muss ich gegen diese Flüssigkeit hier ankämpfen. Sie schiebt mich richtig zurück, aber doch, jetzt habe ich es geschafft. Also dieses Spiel basiert, so wie es aussieht, zu einem Teil zumindest auf Fluiddynamik und anderen Physikelementen. Also ein Physik-Puzzler. Aber Fluoro ist so nett und macht uns hier die Tür auf. Ah, jetzt habe ich gar nicht dran gedacht, mich bei ihm zu bedanken. Och, da sind wir in einen großen Eimer mit dieser Flüssigkeit gefallen. Ich frage mich, ob das Wasser ist oder ob das die Flüssigkeit ist, aus dem Fluoro besteht. Ja. Wie man vielleicht merkt, gehe ich hier gerade relativ schnell durch dieses Level. Ich habe das Ganze nämlich jetzt schon zweimal oder dreimal gespielt, bis ich endlich eine zufriedenstellende Konfiguration von meinem System hatte, um Bild und Ton gleichzeitig aufzunehmen. So, jetzt kurbeln wir hier diesen Lift runter. Und dann kommt Fluoro, springt auf den Lift nach oben und klappt hier für uns diese Brücke runter. Hier links, das ist übrigens ein Ventil, da kann ich nicht durchgehen.
Und anscheinend gibt es keinen Fallschaden. So, hängen wir uns hier an diese Reißleine. Können ein bisschen Tarzan spielen, während oben ein Fluro wieder erzeugt wird. Lalala. Und das Fluro springt, so wie es aussieht, immer auf die Schalter, bei denen gerade ein Licht oben aufleuchtet. Und ich war leider zu langsam und bin runtergefallen. So. Und dann machen wir weiter mit diesem Level, unsere Reise. Da unten kommt wieder Fluro. Und jetzt müssen wir leider Abschied von Fluro nehmen, weil es so gemein ist und die Tür zumacht. Es fällt mir schwer, aber mach's gut, Fluro. Tja, da muss ich eine Träne aus meinem Auge wischen. Aber so schaffen wir es, diesen ersten Level zu beenden. So, und dann spielen wir noch den zweiten Level direkt hinten dran. Der sieht schon etwas komplizierter aus. Diese Hebel hier kann man umdrehen. So, aber auf grün will ich es stellen, dass ich hier unten durchkomme. Hier links. Aha, kann ich das Licht ausmachen? Kann ich es auch wieder anmachen? Ah ja, ich kann es aus und wieder anmachen. Na? Das wollte ich eigentlich nicht. Das wollte ich. So. Licht aus. So, jetzt können wir hier wieder irgendwas bewegen. Ach ja, genau, das bewegt hier das Wasser nach oben und damit können wir dann den Hebel umlegen. Und die Leiter hoch. So, bis hierhin war ich bisher gekommen und jetzt haben wir einen neuen Protokolleintrag. Massenproduktion. Ausgezeichnet. Die Turbine in diesem Raum ermöglicht mir, ein Fluro herzustellen, der mir helfen wird. Seit ich Fluros erfunden habe, wollte sie fast jeder Industriezweig in Massenproduktion für sich nutzen. Das hat mir natürlich die Gelder für alle weiteren Experimente verschafft. Ja, wie man merkt, habe ich es nicht so mit dem zweiten Abschnitt von den Protokolleinträgen. Da verhaspel ich mich immer. Und was passiert hier? Ach ja, genau, wir kurbeln hier oben anscheinend Wasser raus. Und da unten ist jetzt gerade ein Licht eingegangen. So, ach, und da erzeugen wir ein Fluro, das springt dann wahrscheinlich nach da oben. Hoffentlich. Ja, aber mir stellt sich gerade die Frage, was für Experimente hat unser Held hier, falls es ein Held ist, unsere Hauptperson gemacht. Ist das ein guter Wissenschaftler, ein böser Wissenschaftler, ein verrückter Wissenschaftler? Wir werden es wahrscheinlich im Laufe des Spiels noch herausfinden. So, jetzt kann ich hier das Licht anmachen. Lockt das mein Fluro her? Ja, habe ich es mir doch gedacht. Dann geh mal hier nach unten, Fluro. Und jetzt nach oben. Aha. Ich verstehe. Wenn ich hier oben das Licht anmache, aha, dann geht er oben lang. Und irgendwas wird jetzt hier bewegt. Muss ich vielleicht andersrum drehen?
Ich sehe noch nicht, was sich hier bewegt. Ah, das Zahnrad dreht zur Seite. Ja, jetzt sehe ich's. Ah, und jetzt komme ich nach unten und kann hier weitergehen. Kann mich hier festhalten. Und ah, jetzt machen wir eine kleine Achterbahnfahrt. Hier durch die Minen. Minen scheint ein Thema zu sein, was sich bei meinen Let's Plays immer fortsetzt. Ah, oh nein! Das arme kleine Fluro. Hoffentlich, ah, das hat überlebt. Da waren meine Beine kurz genug. Ich frage mich, wieso dieser Mann unter seiner Fabrik diese Minen hat. Ja, es bricht mir immer so ein bisschen das Herz, wenn ich so einen Fluro wieder zerstören muss. Nein, nein, schnell, schnell durch, schnell durch, schnell durch! Ah, gerade so geschafft. Und jetzt geht es weiter hier in der Achterbahn, in den Minen. Es wird immer dunkler und düsterer. Ich hoffe, dass das kein Horror-Puzzle-Game ist. Sondern es bei der Physik bleibt. Horrorspiele waren noch nie so mein Fall. Oh, Wasser. Sind das Geysire unter der Erde, die hier Wasser und Fluros hin und her katapultieren? So, ist das das Ende der Achterbahn? Oder geht es hier noch weiter? Nein, hier muss ich anscheinend abspringen. So, ein neuer Bildschirm. Das sieht ganz schön kompliziert aus. Schauen wir doch mal, was passiert, wenn ich hier nicht vorbeikomme. Aha. Wenn ich mich hier dranhänge. Aha, hier links wird Wasser nach oben gespritzt. Anscheinend muss ich hier die Türen aufmachen. Aha. Nummer 1, Nummer 2. Allerdings sind die mit einem Timer versehen. Das heißt, irgendwie muss ich Wasser hier unten reinkriegen, um ein Fluoro zu erzeugen. Ah, hier oben kann ich mich auch dranhängen. Ja, das sollte mir doch mal einer sagen. Ja, auch schon in meinem ersten Versuch, dieses Let's Play zu spielen. Habe ich die ganze Zeit das X-Symbol übersehen, was mir sagt, dass ich auf den X-Knopf von meinem Controller drücken muss. Und jetzt sorgt dieses Fluro dafür, dass hier immer, also dass links immer wieder die Barrieren aufgemacht werden. Und wenn ich alle vier Fluros erzeugt habe, dann ist, denke ich mal, dieses Puzzle gelöst. Oh, da habe ich ein Fluro erwischt. So, letztes Fluro und jetzt müssten gleich alle Türen auf sein.
nur noch eine Frage der Zeit, bis sich die Fluros hier geeinigt haben. Ja, ein Knopf noch. Und jetzt ist es soweit. Und da haben wir auch die Tür zum Ausgang, nehme ich mal an, aufgemacht. Und fahren hier mit dem Lift hoch. Und was sich am anderen Ende befindet, dieses Lifts, das seht ihr in der nächsten Folge. Damit verabschiede ich mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.